So, wir haben es hier mit einer Bremse zu tun. Ermitteln Sie die kleinste Hebelkraft. Der Mensch zieht mit der Hand, bei der das Rad sich nicht dreht, wenn das Drehmoment M beträgt. Das dreht links rum. Der Haftkoeffizient zwischen Riemen, wir haben also einen Riemen, der hier um die Scheibe rumgewegt ist, und Rad beträgt μ. Das Rad ist im Mittelpunkt B gelenkig gelagert. Gegeben ist das Moment von 250 Newtonmetern, μ von dem Riemen 0,3. R gleich 0,4 Meter. Ich rechne alles in Meter um. L1 0,2 Meter. L2 gleich 0,75 Meter. Also entweder alles in Meter oder alles in Millimeter umrechnen. Sonst hat man im Prinzip Dimensionsschwachsinn. So, jetzt gucken wir uns das Ding an. Ich hoffe, ich kriege das Ding rübergeschoben. Das müsste jetzt meine Bildschirmübertragung sein. Und ich hoffe, die ist jetzt im richtigen Bereich. Und ich hoffe, man kann jetzt alles sehen. So, wir haben hier also einmal ein Lager. Und wir haben einen Riemen, der geht rum, und wir haben einmal einen Hebel. Ich bilde jetzt erstmal die Summe der Momente um A für den Hebel. Dann kann ich sagen, die Kraft P mal L1 plus L2 minus der Kraft S1 mal L1 ist gleich 0. Dann kann ich die Summe der Momente um das Lager B machen, das hier ist. Und das sagt geradeaus, wir haben ein Moment, das so rumdreht. Das heißt, m minus S2 mal R plus S1 mal R ist gleich 0. Und wie gesagt, wenn ich die Walze hier habe, dann habe ich einen Riemen, der geht hier, fängt hier an, wird hier mit einer kleinen Kraft gezogen. Die Kraft wird jetzt auf dem Umfang immer größer. Und den größten Wert hat der Riemen hier. Und an der Stelle ist er festgehalten und das Lager nimmt hier die Kraft S2 sofort auf. Der Umschlingungswinkel, den wir hier haben, der beträgt jetzt also 3 mal Pi halbe. Und damit haben wir das Seilreibungsgesetz, das sagt aus, S2 ist gleich S1 mal E hoch Nü Phi. Und das ist gleich S1 mal E hoch Nü mal 3 Pi halbe. So, jetzt brauche ich nur noch die Gleichung ineinander einzusetzen. Ja, das kann ich jetzt auf verschiedenste Weise machen. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich habe auf der einen Seite zum Beispiel hier die Summe der Momente, zum Beispiel m ist gerade gleich. Da habe ich, glaube ich, einen Vorzeichenfehler. M dreht nach da. S2 dreht nach da. Und ja, ist alles richtig. So, also S2 minus S1 mal R ist das Moment. Jetzt setze ich das Seilreibungsgesetz ein und sage, das ist S1 mal E hoch Nü Phi minus 1. Mal R. Dann kann ich das Ganze nach S1 auflösen und kann sagen, dass S1, das ist ja nun auf der einen Seite P mal L1 plus L2 dividiert durch L1, wenn ich die Gleichung 1 nehme. Und auf der anderen Seite ist das gerade, wenn ich die Gleichung hier nehme, M dividiert durch E hoch Nü Phi minus 1 und dividiert durch R. Das Ganze kann ich jetzt nach p auflösen und bekomme so die n-Formel raus. Ich habe also m dividiert durch r mal e hoch nü phi minus 1, dann ein L1 und dann L1 plus L2. So, das kann man jetzt den Zahlenwert einsetzen. Jetzt bekomme ich für p 42,29 Newton raus. Und ich kann auch die anderen Kräfte aller kurz angeben. Ich kann jetzt natürlich damit in die anderen Gleichungen gehen. Dann bekomme ich raus, für S1 sind 200,9 Newton, für S2 sind 825,9 Newton. Mein E hoch Nü mal 3 Pi halber ausgerechnet wären 4,111. Ja, und das wären, wie gesagt, die anderen Resultate. Nochmal ganz allgemein erzählt, wenn ich also eine Scheibe habe und ich habe hier eine Kraft S2 und ich habe hier eine Kraft S1 und ich habe hier einen Umschlingungswinkel Phi, wird der Phi in Radiant gemessen und der Riemen rutscht dann, wenn S2 größer wird als S1 mal E hoch Nü Phi. Und hier, wie gesagt, Phi, bei uns ist der Umschlingungswinkel halt so groß. Und das ist dreimal der Winkel Pi halbe. So, das ist alles. Also im Prinzip drei Gleichungen. Einmal die Summe der Momente um A ist die eine Gleichung. Einmal die Summe der Momente um B ist die zweite Gleichung. Die dritte Gleichung ist das Seilreibungsgesetz. Gleichung 1, 2, 3 ergibt drei Gleichungen für drei Unbekannte S1, S2 und P.
denn M ist gegeben und die Auflösung haben wir gemacht. So, damit kann ich das Video beenden und ich hoffe, es hat technisch geklappt, weil die Technik ist mir ein bisschen neu und ich sehe nicht ganz, was hier übertragen wird. Ja, genau, ich muss vielleicht hier nochmal nach oben scrollen, damit man nochmal alles sieht. Ja, ich habe hier möglicherweise in dem Video nicht alles gezeigt. So, ich hoffe, es ist alles klar. Also Endformel, Zwischenresultate, Seilreibungsgesetz für S2 größer als S1 mal E hoch Ü Phi. Hier stehen nochmal S1, S2, hier nochmal DE und hier der Endwert.